Hallo an das Kollektiv der Skorpione. Hier ist Julia Aurelia jetzt mit deiner Legung zum Thema Liebe und Beziehungen für den März. Wir gehen rein in die Legung als erstes mit den großen Arkane-Karten, und zwar in die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, und schauen dann, wie sich die Legung weiterentwickelt. Es wird tatsächlich im Allgemeinen eine sehr große Legung. Ich habe noch ein kleines Extra für euch vorbereitet, eine kleine Erneuerung. Das werde ich euch am Ende dieses Videos mitteilen, aber lasst uns jetzt erstmal schauen, was deine Energien sind zum Thema Liebe und Beziehungen. Bitte das Kollektiv der Skorpione. Welche Energie aus der Vergangenheit spielt eine Rolle? Da haben wir die Herrscherin, Liebe, Fülle und der Herrscher. Da haben wir das Seelenpaar liegen oder sagen wir mal die Partnerschaft liegen. Herrscher, Aktion, ins Machen und Tun gehen von einem bestimmten Plan. Und dann hat sich gerade die Welt umgedreht. Das Ganze hat damit zu tun, ein Kapitel abzuschließen, etwas zu beenden und dadurch auch in ein neues Kapitel, eine neue Lebensphase überzugehen. Ah, Moment. Das waren zu viele. Im Hier und Jetzt die Energie für den März, für das Kollektiv der Skorpione. Du bist auf dem richtigen Weg. Neue Hoffnung und Heilung. Tiefe Transformation und ein Loslassen. Eine weitere Botschaft bitte für das Kollektiv der das Kollektiv der Skorpione bitte. Ah, das waren zu viele. Jetzt knallt es mir hier nur raus, okay. Bitte eine Zusatzkarte. Wow, und große Umstrukturierungen, plötzliche, unerwartete Ereignisse. Wie geht das Ganze in der nahen Zukunft weiter? Da haben wir die Liebenden liegen, okay. Kann auch eine Entscheidung sein. Die Vergangenheit loslassen, dem Ruf der Seele folgen. Und einen Neuanfang manifestieren. Am unteren Kartenrand die Stärke. Eine innere Kraft und Stärke haben, jetzt den Hürden und Hindernissen oder einfach auch den Lebensereignissen, denen gegenüberzutreten und gewisse Hindernisse oder Blockaden auch zu überwinden. Das Ganze dreht sich dann hier wiederum um die Energie des Todes. Der Tod steht immer für eine Transformation. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist, immer wenn ich das sage, muss ich an Gandalf denken und der Herr der Ringe, wo er im dritten Teil Pippin erklärt, dass der Tod nicht das Ende ist. Sorry für meinen kleinen nerdy Einwurf hier. Der Tod ist in der Mitte der großen Arkane. Die Welt ist das Ende tatsächlich hier, aber da kommen wir gleich nochmal rein. Es heißt, im Moment geht es für dich ganz viel um Transformation. Und ich habe das Gefühl, dass hier sehr viel Transformation auch von dir ausgeht, dass du Ereignisse selber auch anstößt hier, weil du hier die innere Kraft und Stärke hast, jetzt Dinge loszulassen, Dinge zu beenden, etwas zu transformieren. Gehen wir doch als erstes jetzt in die Vergangenheit. Wir sehen wirklich dieses Paar hier. Ne? In der Regel, wenn sich Herrscher und Herrscherin zeigen, sehe ich, hier ist eine ganz bestimmte Liebesverbindung, wo es darum geht, etwas abzuschließen oder innerhalb einer Beziehung wurde etwas abgeschlossen hier. Ein Kapitel schließt sich, ein karmischer Kreislauf schließt sich und das führt dazu, unmittelbar natürlich in den Neuanfang überzugehen. Wenn wir uns die Karten jetzt aber anschauen, habe ich die Karte des Narren hier nicht. Letzten Endes ist die Welt auch der Neuanfang. Ne? Also man könnte sagen, Welt und der Narr, die schließen sich wieder. Also wenn du das als Kreis siehst, haben wir hier den Narren und hier die Welt und die knüpfen wieder unmittelbar aneinander an und dann geht es in die nächste Spirale über. Und ich habe aber das Gefühl, dass du auf einen Neuanfang hier hinarbeitest und das etwas ist, wo du sehr drauf fokussiert bist in der Zukunft, wo wir, oder in der nahen Zukunft, wo definitiv aber Entscheidungen getroffen werden, noch was aus der Vergangenheit loszulassen. Gleichzeitig möchte ich einmal auf die einzelnen Energien eingehen, der Herrscherin und des Herrschers hier. Klar, das ist ein Paar. Und hier ist etwas zu einem Abschluss gekommen, ja, aber die Herrscherin ist die Verkörperung der Liebe. Hier geht es wirklich, es ist quasi Venus und Mars, könnte man sagen. Ne? Und ist es nicht spannend, dass auch gerade Venus und Mars im Astrologischen miteinander reisen?
Falls du dich für Astrologie interessierst, kannst du da auch mal reinschauen, wo die Aspekte gerade sind in deinem Haus, also in welchem Haus Venus und Mars für dich gerade sind. Das könnte hier vielleicht für dich noch hilfreich sein. Aber wir sehen hier die Energie der Mutter, des nährenden Aspektes. Etwas erschaffen, etwas kreieren. Und so kann es sein, dass du hier in der Vergangenheit vielleicht gesagt hast, okay, ich weiß jetzt, wo ich meine Liebe, meine Zeit rein investieren möchte, was ich erschaffen, was ich kreieren möchte, und ich nähre diese Situation jetzt. Und dann haben wir hier mit dem Herrscher die Energie von, okay, das ist mein Plan. Und deswegen arbeiten beide so gut miteinander zusammen, weil du beide Sachen brauchst. Wenn du dich einfach nur zurücklehnst und gar nichts machst, wird nichts in die Aktion gehen. Und du brauchst die Aktion des Herrschers hier, um etwas wirklich voranzubringen. Also der Herrscher sagt, hey, ich habe einen Plan, ich mache mir jetzt eine Struktur, wie ich das alles erreichen kann, und dann gehe ich in die Aktion. Und dann muss diese Situation hier genährt werden. Und das könnte eine Zusatzbotschaft für dich sein, dass es etwas ist, wo du in der Vergangenheit gesagt hast, okay, das ist mein Plan, dahin geht's, und jetzt bringe ich all meine Liebe in diese Situation oder all meine Energie, all meine Zeit, um diese Situation zu nähren. Und gegebenenfalls geht es darum, auch eine Partnerschaft oder Beziehung zu nähren. Die Karte, die wir hier haben, kann bedeuten, dass entweder hier in, ja, ja und nein. Es könnte zwei Sachen sein. Entweder ist hier eine Verbindung zu Ende gegangen. Ein Kreislauf einer ganz bestimmten Partnerschaft oder Beziehung hat sich hier, ist geendet, ne? Oder dass ihr gemeinsam etwas zusammen abgeschlossen habt. Auch das wäre möglich. Weil wir in der nahen Zukunft die Liebenden hier sehen und die Liebenden natürlich auch für die Liebenden steht, abgesehen von der Entscheidungsenergie, könnte es jetzt sein, dass auch wenn wir gerade sehr intensive Energien hier haben, wo wir gleich ins Detail noch drauf eingehen, dass das eine, dass zum einen hier diese Partnerschaft beendet wurde, du gerade, oder Verbindung beendet wurde, dass du hier jetzt aber auf dem Weg der Heilung, der Transformation und Umstrukturierung bist und hier eine neue Partnerschaft sich zeigt. Es könnte auch sein, dass innerhalb einer Partnerschaft ein Kreislauf abgeschlossen wurde, etwas beendet wurde, und dass hier die gleiche Situation, die gleiche Partnerschaft, die gleiche Verbindung wieder ist. Ich versuche es für beide Seiten jetzt zu deuten. Ob das jetzt das Ende dieser Situation ist oder innerhalb dieser Situation, dass ihr was beendet habt gemeinsam. Das könnte auch auf einen Umzug oder eine Reise hindeuten. Haben wir hier jetzt aber neue Hoffnung. Du bist definitiv mit all diesen Umstrukturierungen, alles, was gerade passiert, und da ist extreme Transformation in deinem Leben. Das fühlt sich alles an wie sehr schicksalhaft und sehr vorherbestimmt mit dem Stern. Du bist hier auf dem richtigen Weg. Ich habe das Gefühl, du machst sehr viel Heilungsarbeit und Heilungstransformationsarbeit, um auch gewisse Themen in dir selber zu verändern und umzustrukturieren, gewisse Gedankenmuster loszulassen, gewisse Verhaltensweisen loszulassen. Das könnte alles sehr auf innere Arbeit hindeuten. Zusätzlich im Außen könnte es bedeuten, dass vielleicht etwas recht Unerwartetes hier passiert, was aber zu tun hat mit Wunscherfüllung und Erfolg. Ne, das dürfen wir auch nicht vergessen. Der Stern sagt, du bist auf dem richtigen Weg in dieser intensiven Zeit. Jetzt ist es an der Zeit, etwas loszulassen, zu transformieren. Aber die Karte sagt auch, hey, diese Situation ist Teil einer Wunscherfüllung. Und vielleicht erfordert deine Wunscherfüllung, dass etwas losgelassen und transformiert wird. So, zwei Möglichkeiten jetzt. Wenn es darum geht, dass diese Beziehung in der Vergangenheit sich beendet, abgeschlossen war, dann geht es darum, davon zu heilen, loszulassen, zu transformieren und wirklich diese alten Strukturen und Muster, die dich in diese Beziehung gebracht haben oder vielleicht auch länger drin gehalten haben, zu lösen. So, damit dann hier in der nahen Zukunft wieder die Liebesbeziehung da ist oder eine Liebesbeziehung da ist. Für andere kann es bedeuten, dass wenn das eine Beziehung ist, wo sich innerhalb dieser Beziehung etwas verändert hat, ihr aber nach wie vor zusammen seid, dass hier nach wie vor sehr viel Heilungsenergie gerade eine Rolle spielt, auch sehr viel schicksalhafte Energie. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, boah, das, was gerade passiert, ist recht magisch und schicksalhaft und sehr intensiv hier. Wo es jetzt wichtig ist oder wo Teil eures Seelenplanes, eures gemeinsamen Seelenplanes ist, gewisse Umstrukturierungen durchzuführen, damit hier etwas Altes komplett losgelassen wird und ihr quasi in das Neue gehen könnt, gemeinsam, was wir dann wieder hier rum haben, ne?
Wir werden diese Legung natürlich nochmal intensivieren, auch durch die Lenormand-Karten und auch hier durch die kleinen Arkane-Karten, die jedes Ereignis hier nochmal aufteilen in, okay, was ist hier wirklich in der Tiefe passiert. Aber das machen wir dann gleich im Anschluss. Hier in der nahen Zukunft sehen wir wieder die Liebenden. Entweder eine neue Partnerschaft oder diese Partnerschaft, wo es jetzt darum geht, auch hier nochmal vielleicht Vergebung zu üben oder eine Partnerschaft oder Beziehung noch loszulassen oder eine alte Liebesbeziehung loszulassen, damit du offen für Neues bist und dich darauf fokussieren kannst und das manifestieren kannst. Oder es geht darum, wirklich dem Ruf der Seele zu folgen. Und es kann sein, hier gerade, das ist so diese Berufung, der Beruf, na nicht der Beruf, aber die Berufung, den Ruf der Seele folgen, hier innerhalb einer Partnerschaft, um einen Neuanfang zu manifestieren. Aber das hier funktioniert erst, wenn diese Phase abgeschlossen ist. Also es müssen Sachen umstrukturiert werden, losgelassen werden, transformiert werden. Und dann ist es möglich, hier wirklich dem Ruf der Seele zu folgen, um einen Neuanfang zu manifestieren und zu starten. Und ich glaube, du hast hier enorme persönliche Weiterentwicklung gemacht, weil wir die Kraft und Stärke hier haben. Und das sehe ich als deine Kraft und Stärke, die du dazu gewonnen hast. Jetzt lass uns mal schauen, was die Lenis sagen. Bitte einmal die Vergangenheit für das Kollektiv der Krebse. Jetzt mache ich das schon wieder, das gibt's doch nicht. Ich hatte es gerade beim Krebs schon, dass ich immer das Vorzeichen genannt hatte. Skorpion. Die Energie aus der Vergangenheit. Komplikationen und Umwege gab es hier in der Vergangenheit. Da möchte ich noch eine weitere Karte ziehen. Und auch sehr schwere Energien. Es kann sein, dass wir hier eine karmische Situation hatten in der Vergangenheit, die sehr verzwickt oder verstrickt war, wo vielleicht eine andere Person noch eine Rolle gespielt hat, wo ich aber das Gefühl habe, hier hat dieser karmische Kreislauf definitiv geendet. Komplikationen und Umwege haben hier auch zu Belastungen geführt, Dinge, die nicht geradlinig gegangen sind. Aber das ist abgeschlossen. Hoppa, sorry, das ist abgeschlossen jetzt. Und auch hier wieder, gedeutet auf beide Richtungen, kann es sein, dass innerhalb einer Beziehung ihr diese Komplikationen und Umwege, die zu Belastungen geführt habt, jetzt abgeschlossen habt, bereits in der jüngsten Vergangenheit. Oder dass Komplikationen und Umwege, die karmisch bedingt sind, zu Belastungen geführt haben, sodass die Beziehung abgeschlossen wurde. Beides ist hier möglich. Du wirst natürlich jetzt wissen, welche der Aussagen für dich hier hinkommt, aber es ist beides möglich. Und das Hier und Jetzt bitte klären für das Kollektiv, der Skorpione. Worum geht es mit der Umstrukturierung? Der Baum, Stabilität, Sicherheit, langfristiges Wachstum. Und ein Geschenk, okay. Das Bild, was mir hier gegeben wird, ist, dass um langfristiges, gesundes Wachstum jetzt oder um mehr Stabilität zu bekommen, muss hier diese Situation erstmal aufgeräumt werden, was immer das ist, was sich hier gerade in deinem Leben präsentiert, wo wir die Thematiken haben von Loslassen, Umstrukturierung, Heilung. Ich habe das Gefühl, diese Phase des persönlichen Wachstums wird für dich im Nachhinein wie ein Geschenk sein. Lass mich mal noch eine weitere Karte ziehen. Und dann haben wir hier den Storch. Ja, positive Veränderung. Es kann sein, dass etwas sehr überraschend kommt. Wir haben die Blumen hier mit einer Überraschung. Der Turm kann für unerwartet stehen. Eine unerwartete positive Überraschung, die zu tun hat mit langfristiger Stabilität, Sicherheit oder mit einer Stabilität in dir selbst. Und definitiv bekomme ich hier ganz stark auch diesen Heilungsvibe, ne? Dieses Thema, okay, jetzt heilt wirklich etwas in der Tiefe, in den Wurzeln. Und es führt zu einer positiven Veränderung. Die nahe Zukunft bitte für das Kollektiv der Skorpione.
Informationen, Wissen, etwas dazulernen. Dann haben wir hier, es könnte ein Fernkurs sein. Also hier haben wir einen Kurs, irgendwas, irgendein Wissen, irgendwas dazulernen, was in der Ferne liegt. Oder was zu tun hat mit dem Ausland. Es kann eine Information sein über eine Reise, die wichtig ist. Das Auswandern, das Ausland, jemand, der im Ausland ist. Hier liegt ein Kurs oder Information, Wissen, Fakten. Worum geht es hier? Das Gefühl, das ist... Moment. Neuanfang. Für den einen oder anderen geht es vielleicht auch um das Thema Kind. Na, Kind hier, überraschende Veränderung, Wachstum, Zuwachs, überraschend Veränderung. Das könnte etwas sein, was hier eine Rolle spielt, was vielleicht ein lebensveränderndes, unerwartetes Ereignis ist, wo es jetzt in der nahen Zukunft darum geht, mehr zu lernen über das, was hier in der Ferne liegt, nämlich dieser Neuanfang oder ein Kind. Und ich habe das Gefühl, dass das ist, wo der Fokus drauf ist. Der Fokus ist jetzt hier auf diesen Neuanfang, was auch immer das für dich ist. Der liegt noch ein bisschen in der Ferne und da geht es jetzt darum, neue Informationen, Wissen, Fakten dazu zu bekommen. Ich habe das Gefühl, hier ist ein sehr starker Zug in die Zukunft. Aufgrund dessen, dass man jetzt leichter ist und die Vergangenheit hier etwas aus der Vergangenheit mehr losgelassen hat. Ich möchte mir das jetzt tatsächlich genauer anschauen. Und jetzt komme ich zu der Überraschung, tada, die ich euch am Anfang des Videos angekündigt habe. Denn ich habe tatsächlich etwas Neues jetzt hier am Start für euch. Und zwar geht es einmal in die Erweiterung, wie ihr das bereits hier kennt. Und du kannst entweder auf Vimeo schauen, jetzt die Erweiterung für dieses Video, wo wir in jeden einzelnen Abschnitt hier nochmal reingehen mit den kleinen Arkane-Karten. Wir schauen uns die Seelenpartner-Karten an, wir schauen uns die Karten an aus dem romantische Engel der Liebe-Orakel, auch ziehen wir eine Krafttier-Karte und all das machen wir in der Erweiterung. Aber, und das ist jetzt die Erneuerung, du kannst entweder zu Vimeo gehen oder wenn du sagst, hey, ich würde am liebsten alle Erweiterungen gucken, weil ich meine ganzen Aspekte anschaue, mein Sonnenzeichen, Mond, Venus, habe ich was vergessen? Aszendenten. Und ich möchte auch für mein Gegenüber schauen und für meine Freunde schauen. Dann hast du jetzt die Möglichkeit der Mitgliedschaft. Und die Mitgliedschaft, die gibt es auf Patreon. Und die findest du ebenfalls unter diesem Video. Der erste Link geht zu Vimeo, wo du quasi das Einzelvideo dir holen kannst. Oder wenn du sagst, nee, ich will die Mitgliedschaft und möchte alle Erweiterungen, die es gibt, immer umsonst bekommen. Nicht umsonst, aber für die Mitgliedschaft. Dann kannst du zu Patreon gehen. Und der Link ist unter diesem Video. Also schau einfach mal rein und guck, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Und dann freue ich mich, dich gleich in deiner Erweiterung wiederzusehen. Ich sage danke fürs Zuschauen, liken, kommentieren, Kanal abonnieren. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Also bis gleich.